zwei neue Autos in einem Video. Genau das passiert jetzt. PPOV und ich konnten uns nicht entscheiden und haben uns ungelogen deswegen das gleiche Auto geholt. Ja? Zwei Italiener, ziemlich geil, Handschalter, mehr, na, sag ich noch nicht, aber dazu geht's gleich. Jetzt gleich geht es los, meine Lieben. Wir sind bei Autohaus König. Es ist definitiv mal was komplett anderes. Aber PPOV und ich hatten so Bock darauf. Und wie viele von euch wissen, wir lieben ja nicht nur die extrem exklusiven Supercars und so weiter und so fort. Aber wir haben echt was Geiles. Echt was Geiles für euch. Und ich hoffe auch, ihr freut euch. Ich muss noch kurz warten, weil gerade sind noch Kunden drin. Und danach können wir filmen. Ja, Hashtag Save the Manual, ne? So, wir sind jetzt im Showroom. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es? Danke, sehr gut. Möchte ich einmal vorstellen. Auch sehr gut, vielen lieben Dank. Mein Name ist Schumann. Ich bin hier Verkäufer im Autohaus König und Taucher. Ja. Und freue mich, dass ich heute diese beiden super Fahrzeuge ausliefern kann. Diese zwei kleinen süßen Kampfzwerge. Genau. Wie man sehen kann, das sind wirklich zwei Abarth 595. Komplett gleich ausgestattet. Ist geil, 165 PS. Ja. Was haben die noch so für Besonderheiten? Du bist der Profi. Sportsitze. Oh, die sehen so cool. Ich liebe ja. Ich habe ja immer so einen kleinen Softspot gehabt für Abarth, weil wir hatten auch schon ein paar. Schöne Handschalter. Ach, ein Träumchen. Die Sitze sehen aber echt gut aus. Sehr cooles Auto. Schön natürlich hier hinten noch, ne? Autohaus König. Ja, das ist Pflicht. Das ist Pflicht, nur das darf auch nicht ab, auf keinen Fall. Ja, ich kann es später natürlich auch mal anhauen. Ja. So. Abarth, das heißt für euch, falls ihr mal ein Abarth oder irgendwas braucht, es gibt sogar noch ein paar hier, solltet ihr hier definitiv mal vorbeischauen, oder? Definitiv. Ja? Wir haben immer was am Lager. Das finde ich sehr gut. Dankeschön. Also wie ihr seht, wir haben jetzt zwei Abarth, zweimal 5,95. Sehen wirklich sehr geil aus. PPUV ist gerade irgendwie hinten beim LKW. Aber ich zeige euch mal ein bisschen mehr die Sachen im Detail. Also, das ist die Nummer 1, ne? YX2000 ist meiner und das PPOVs. Irgendwie sind wir so auf die Idee gekommen, dass wir dachten, komm, so ein Abarth wäre doch eigentlich echt lustig. Und dann gab es krass gute Angebote hier. Deswegen haben wir uns dann gedacht, komm, holen wir uns solche, weil die echt cool sind. Abarth sind mega. Das Lenkrad sieht hammer aus. Aber mein Favorite Part, der Shifter hier. Das ist schon echt geil. Schön mit Infotainment-Sitze, sehen cool aus. Everything black. Hier unten natürlich auch mit USB. Die Dinger haben sogar Apple CarPlay, was cool ist. Hier für Turbolader noch. Finde ich sehr schön, die Pedals auch cool mit den Abarth-Zeichen drauf. Hier unten nochmal Abarth. Und der hat 8 Kilometer. Und der hier drüben hat 4 Kilometer. Was krass ist, die Autos sind einfach wirklich komplett gleich. Ich würde sagen, wir holen gleich nochmal PPUVs Meinung, sobald wir die mal aus dem Showroom holen. Ich bin ja schon mal rausgegangen. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Und PPUV wird jetzt die Arbeit mit einem Kollegen rausholen, dass wir auch nochmal PPUVs Meinung kriegen und uns die Dinger nochmal schön anschauen können. So, meine Lieben, und hier kommen jetzt die kleinen Kampfzwerge. Nummer 1 kommt, also YX1000 dort raus, PPOVs Kfz. Keine Ahnung, warum er die 1000 haben wollte, aber ist okay. Er darf gerne die 1 haben. Da ist er, schaut euch das Monster an. Ich muss echt sagen, na, ich freue mich richtig über das Auto. Sind übrigens gerade auch auf Winterreifen. Die Winterfelgen sehen echt geil aus. Tada, schaut ihn euch an. Geil, ne? Ich finde die so cool. Oh, und aber sie klingen immer so gut. Eieiei, müssen wir mal gucken, vielleicht geht da auch technisch was, aber Nummer 2, da kommt meiner, mein kleiner Kampfzweck. Mega cool. Schaut ihr euch mal bitte an. Ah, wie gut klingen die bitte. Hört euch das mal an. Geil. Echt geil. Alex, alter Lümmel. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, wir haben zwei Arbeitsmal wieder. Diesmal müssen wir uns nicht streiten. Diesmal müssen wir uns nicht streiten, wie beim Dallara. Ja, na ja, gut, da kommt auch ein zweiter. Da kommt auch ein zweiter, ja, genau. Aber, hier sind unsere neuen kleinen Rennsäle. Ja, die sind cool. Richtig geil, cool. Aber richtig warum hast du dich denn für die Nummer 1000 entschieden? Weiß nicht, ich fand, das stand mir zu. Ja, ne? Ja. Definitiv. Also die 1000 passt doch absolut und ne, finde ich gut. Für alle, die jetzt irgendwie sagen, nein, hey, doch, das kann ich machen. Doch. Mega geiles Auto. Geil. Ja. Zwei Stück davon holen. Nee, genau. Und die Idee dahinter war, erstmal sind das süße hier, wie heißt das? Maskottchen. Und zweiter Punkt, wenn wir die normalen Daily Runs machen, ne, ist das perfekt. Kannst du bitte einmal kurz meinen Tachostand zeigen? Habe ich schon gesagt. Das ist deiner bei 4 Kilometern, also meiner bei 8.
Ja. Ist auch, muss ich auch noch mal sagen, alte Kiste. König hier ist mir schon frech. So ein bisschen. Aber Autos sind echt cool. Man hat überraschend viel Platz im Innenraum, finde ich. Stimmt. Ich muss dazu sagen. Mach mal einen Kofferraum auf, wie sieht der eigentlich aus? Sieht gut aus mit dem Kofferraum. Ich bin noch nie in Abarth gefahren. Stimmt, da durftest du noch nicht fahren. Ja. Oh, den lassen wir mal hier, ne? Das lassen wir hier. Ah, ne, sind die Ersatzfilter. Die alten Sachen. Ne? Ja, okay, brauchen wir es doch. Da haben wir uns natürlich bewusst für Handschalter entschieden, das ist sehr wichtig bei dem Auto. Ja. Finde ich. Und ihr könnt jetzt auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr lustig findet von der Farbe. Bist du irre? Wir verlieren. Nein. Schwarz, natürlich. Ah, schon geil, ne? Die sind einfach wirklich 1:1 gleich. Ja. Also, aber jetzt guck du doch mal jetzt. Zwillinge. Du musst jetzt auch mal was sagen. Ja, das ist, also ich bin total begeistert. Darf ich sagen, dass es meine Idee war? Das war deine Idee. Siehst du? Ja. Also, ja, was soll ich dir sagen? Du wolltest dann haben und dann wollte ich auch haben. Ja, genau. Wie immer. Vor allem, was hier auch drin ist, hier, wo die Antenne eigentlich ist, ist so ein kleiner Abfahrt. Also, ein kleiner Skorpion drauf. Ja. Ja, wahrscheinlich hatten die noch ein paar Dachbleche liegen und wussten nicht, wohin damit. Echt ein geiles Teil, ne? Ja. Wir werden die Autos jetzt auf jeden Fall verladen. Genau. Und ich würde sagen, nach dem Verladen schnipsen wir dann vielleicht sogar direkt in den First Drive. Können wir auch machen, ja. So ein bisschen combined. Ja, jetzt wird es erstmal lustig, weil wir packen die jetzt ja mal ein bisschen anders rein, als wir es sonst machen, weil die sind zu klein. Die sind zu schmal, ja. Können nebeneinander stehen. Richtig. So, Nummer 1 ist schon mal drin. Wird nachher noch festgemacht. Da hat so viel Platz hier drin wie Hot Rod. Ist auf jeden Fall mehr. Ja, ne? Ist mehr. Doppelte Leistung. Der ist doppelt so cool. Ja. So, meine Lieben, die Autos sind verladen, was schon mal sehr schön ist. Da hinten steht eins, hier steht Nummer 2. Sieht doch alles sehr gut aus. Und wir sind wieder am Start, meine Lieben. Es geht jetzt nämlich weiter mit den kleinen Abarths. Da hinten seht ihr das Motorworld-Gebäude. Denn wir sind in Böblingen und lassen Hack the Truck hier. Denn Sonntag ist nämlich das Season-Opening in Böblingen, wo wir natürlich hinfahren werden mit 2 Autos. Und deswegen lassen wir Hack the Truck jetzt hier. Und laden die Abarths aus und fahren damit erstmal Richtung Heimat. Und da habt ihr den auch gleich den First Drive. PPUV, bist du ready? Always. Jetzt geht's los. Meiner hat ja schon einen Namen. Meiner heißt Abarthikus. Du musst dir noch was einfallen lassen. Ich war im Stress. Ich muss das machen. Der Name, den du erst hattest, der war doof. Abi. Also wirklich. Rocky ist okay, aber Abarthikus ist halt besser. Also meine Lieben, Abarthikus ist schon mal unten. Keine Ahnung, wo PPUV Abarthikus hinbringt. Aber gut. Numero Duo ist auch schon ready to be taken out. Ah, da stellt der Abarthikus hin. Ja, okay, das ist doch gut. Aber hier, schön mit dem Riesenrad. Sieht schon cool aus. Wir haben übrigens gerade auch unfassbares Glück mit dem Wetter. Wie man überall sieht, es wird, vor allem, warte, da, richtig dunkel. Das heißt, wir haben noch das gute Timing jetzt gehabt, um die Dinger auszuladen. So, da der zweite Abarth noch keinen Namen hat, kriegt er immer den Cold Start. Ja. Die klingen nicht schlecht, die Dinger. Ui. Klingt nach Turbo geladen. So ein Ding ist das. Echt nicht schlecht vom Sound. Wie gesagt, wir hatten früher schon ein paar Abarths. Die Ferrari Edition und dann noch so ein Bicolore oder so, wie das heißt. Alright, sind wir ready? Ja, war ein langer Tag, aber ein erfolgreicher Tag. Definitiv. Du hast deinen. Und du hast deinen. Ich hab meinen. Ich würde sagen, wir filmen ein bisschen was von der Fahrt, jetzt das Tanken. Okay. Aber machen dann nochmal, auch für dieses Video, nicht unbedingt einen Stopp, weil es sehr dunkel wird. Ja. Das heißt, wir werden lieber nächste Woche am Tag nochmal was dazu filmen. Okay. Das heißt, zum Tanken nehmen wir euch noch mit und dann machen wir First Drive, sobald es hell ist. Alles klar. Okay. Dann auf zur Tanke. Yes. So, meine Lieben, Abarth 1 am Tanken, Abarth 2 auch am Tanken. Also alles läuft wirklich perfekt durch. Natürlich schönes V-Power. Und ja, ich glaube, das sieht eigentlich ganz cool aus und ich würde sagen, wir sehen uns im Hellen beim Fahren. Ich habe gesagt, es gibt einen First Drive und das gibt es natürlich auch in dem Video in Kurzform sozusagen. Aber ja, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Wir haben jetzt die Abarths. Mr. PPUVs Abarth hat jetzt auch einen Namen, der heißt Luigi. Nicht so cool wie Abarthikus, aber egal. Er hat es leider nicht geschafft, heute dabei zu sein. Der ist on Tour im Wraith. Aber egal, wir sitzen jetzt im Abarth und Punkt 1 ist Sound. Erstmal kurz zeige ich euch den Sound von innen mit offener Tür und dann stelle ich euch hinten einmal hin, weil Luis nicht da ist. Das kriegen wir schon hin. Also meine Lieben, übrigens Entschuldigung für meine Haare, bin vorhin da Lara gefahren. Wir achten jetzt einmal kurz auf den wunderschönen Sound. Ziemlich geil. Wir haben natürlich einen Abarth-Knopf, den drücken wir mal. Ich weiß nicht, ob das dann anders klingt.
gut, aber keine Pop-Pop-Pops. Das ist echt so eine Sache. Bei Arbeit ist man ja immer dran gewöhnt, dass die Hölle laut sind, aber dass da, das sind hier eben 23er und die haben OPF. Ist nicht ganz so geil, aber ich packe euch mal nach hinten. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, muss man sagen. Klar, es ist wirklich durch die OPFs ein gutes Stückchen leiser geworden und es müssen unbedingt jetzt dann die Sommerreifen rauf, denn wir haben 24 Grad. Aber egal, bisschen dreckig ist er, gehört dazu. Sind ja auch ein gutes Stück hier von der Location aus Böblingen weggefahren, um die 300 Kilometer. Jetzt ist er mittlerweile übrigens auch eingefahren. Das heißt, ich würde sagen, wir springen mal rein und drehen eine Runde. Wir fahren jetzt mal los. Ich gebe euch mal kurz so ein bisschen Background mit Fiat 500 und TSC. Also vor TSC hatten wir schon zwei Abarths. Einmal die Ferrari-Edition damals und so ein Bicolor-Ding. Der war Nardo-Grau und oben weiß. Der sah echt cool aus als Cabriolet. Und wir hatten zwei pinke, nicht fragen warum, und einen Permut-Weißen hatten wir auch noch. Normalen 500er. Coole Autos auf jeden Fall, haben immer Spaß gemacht, gut für Stadt und so weiter und so fort. Und das ist das jetzt ja auch. Das hier ist der perfekte Daily, wenn man nicht unbedingt auffallen möchte, weil man hat ja auch normales Leben logischerweise, was nicht auf Kamera ist. Und wenn man da, keine Ahnung, einkaufen geht mit einem GTR oder so, ist das halt manchmal nicht ganz so geil. Sage ich euch, wie es ist. Das mit den Arbeits ergibt jetzt wirklich Sinn. Und hier haben wir schon mal eine geile Straße. Wir sind schon im Arbeitmodus. Wir geben Gas. Ich sage euch, wie es ist, ne? Das macht echt Spaß mit diesen kleinen Dingern. Die sind nicht brutal schnell oder so, sind sie wirklich nicht. Aber das Ding liegt echt gut. Vor allem, ich bin schockiert, der Unterschied von Abarth-Modus oder Abarth-Modus aus ist richtig groß. Das hätte ich nie gedacht. Das Ansprechverhalten verändert sich so krass bei dem Auto. Es fährt sich einfach geil. Also es fährt sich einfach wirklich sehr geil. Kupplung ist eine Sache, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss in dem Auto, muss ich sagen. Denn du musst gar kein Gas geben, damit irgendwas passiert. Und was geil ist, man kann ordentlich schalten und beschleunigen, ohne dass es Probleme gibt, weil man einfach nicht so schnell ist. Genau, Kupplung ist ein bisschen komisch. Ohne Gas kommt das sofort. Untypisch, also ungewohnt jetzt für mich. Gewöhnt man sich aber sehr schnell dran. Und dass er fünf Gänge hat, ne? Ich will immer eigentlich einen Sechsten schalten, sollte ich nicht probieren, denn da ist der Rückwärtsgang. Das wäre definitiv sehr doof. Sonst muss man aber sagen, Schalter schön aus Aluminium, Pedals schön aus Aluminium, Sitze sind geil, vor allem mit dem Abarth da oben, finde ich echt cool. Und das ist jetzt ja der 595 mit 165 PS, glaube ich. Wenn ich falsch liege, steht es jetzt hier unten richtig. Es gibt natürlich noch den 695er. Aber wir haben eben auf die so ein unfassbar krasses Angebot gekriegt, dass wir uns dachten, komm, macht echt Sinn. Es gab leider keinen dritten, sonst hätten wir eventuell auch einen für Luis geholt. Aber das war leider nicht möglich. Und Luis ist ja eh undercover unterwegs, ne? Außer mit seinem BMW. Aber ja, sonst, Fahrweg, wie gesagt, überraschend gut. Und wir haben 24 Grad und sind auf Winterreifen, ne? Klar, ein bisschen Spiel ist da, ein bisschen schwammig ist das Ding. Aber lustig schwammig. Es ist so ein Auto, wo man sich so denkt, yo, ich schmeiß einfach mal in die Kurve und es geht schon. Das finde ich nämlich immer bei so Hot Hatches richtig geil. Das habe ich auch an meinem Mini geliebt und vermisse ich auch an meinem Mini. So ein Auto, was man einfach, ja, in die Kurven schmeißen kann, ohne groß drüber nachzudenken, weil die einfach Spaß machen und nichts passiert. Das ist halt wirklich sehr cool. Und ich bin echt mal gespannt, was ihr auch zu den Autos sagt. Denn ich finde es geil. Ich habe auch Bock, mit dem ein bisschen Content zu machen. Da müsst ihr natürlich sagen, ob ihr da auch Lust drauf habt. Also die werden jetzt nie Haupt im Content sein. Man sieht die vielleicht mal. Ah, geil. Klingt schon gut. Also bin auch nicht schlecht. Man sieht die einfach vielleicht immer mal zwischendurch komisch stehen in der Cave. Aber sonst werden wir jetzt nicht so viel Content damit machen. Außer ihr sagt, ihr habt richtig Bock darauf. Dann machen wir es natürlich gerne. Ich würde auf jeden Fall sagen, hier beenden wir das Video mit dem ersten kleinen Drive und der Abholung der beiden Italiener. Ich finde es cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Von dem her vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, die Glocke zu drücken, zu abonnieren, kommentieren, zu liken und so weiter und so fort. Vor allem abonnieren. Das wird uns wirklich helfen, weil YouTube-Abonnenten schwer zu kriegen. Und ihr seid ja tolles Klientel. Deswegen wird uns das sehr freuen. Ne? Passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.